So, da läuft jemand. Oder da oben ist jemand. Ist mir egal. Die Frage ist jetzt, wo sind jetzt die Gegner oder beziehungsweise die Wachen und wie schnell kommen wir jetzt hier rum? Hier ist eine Kiste. Zum Rüberklettern, ne? Genau. So, das heißt, wir müssen jetzt hier den Wachen aus dem Weg gehen. Ich hoffe, dass wir das grandios meistern. Ich versuche mal, mich ein wenig schneller zu bewegen. Weil hören tun die uns sowieso nicht. Das war ja einfach. So. Das war ja einfacher, als ich dachte. Oh Gott. Ich schnall's nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schnall's wirklich nicht. Warte mal, hier geht gelb rein, ne? Ah, hier macht's Sinn. Hier ist das Dynamit ja verbunden mit den Kabeln, mit dem roten Kabel. Das heißt also, das Kabel... Und das... Nee. Ich probiere einfach durch. Ich probiere durch, ist mir... Aha. Close call. But the clock lol. Is still ticking. Okay, egal. Ist mir egal. Dann habe ich's halt. Einfach mit Trial and Error. Ist mir Wurst. Hauptsache ich hab's, das ist mir wichtig. Hauptsache ich hab's geschafft. Das ist die Hauptsache. Ansonsten... Könnt mich mal! So. Wo geht's jetzt weiter? Ah, hier. Muss ich jetzt hier wieder... Hä? Intruder! Hey, stop! Was? What the fuck? Willst du mich verarschen, Alter? Hä? Wie kann er auf einmal so schnell sich umdrehen? Das ist doch nicht wahr. Och, Menno. Mann. Ich mach gleich erstmal eine Aufnahmepause. Dass das Spiel noch so lange geht, hätte ich nicht gedacht. Ist ja der Wahnsinn. Aber ich glaube, das riecht schon förmlich nach Finale. Aber wir schauen mal. Ich würde es gerne noch durchspielen. So, ich muss hier lang. Ja, dann kommt wieder die lustige Animation, wo ich irgendwo hingucke und nicht weiß, wo ich hin... So, kommt jetzt wieder die Animation? Ja, okay. Wir müssen jetzt wohin? Ach, zum Fahrstuhl. Ach so, ja. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein. Es sind wahrscheinlich nur ein paar Wachen auf dem Weg. Die Frage ist jetzt nur... Sind das zwei, die hier rumlaufen, oder ist das einer? Wie gut, dass man hier nicht so viel... Das sind zwei, ne? Oder? Sind es zwei? Einer. Ich versuche mal mein Glück. Wo müssen wir denn... Hier ist nicht der Fahrstuhl, ne? Nee. Wow. Alter, was denn? Ach, fick dich doch. Fick dich, Spiel. So. Das gibt's doch nicht. Intruder, hands up. Wie er die Hände sofort hochhebt, ne? Nein, nicht. James Bond weiß, er würde sofort kämpfen gegen den. Aber der? Nein. Der Adam doch nicht. Adam, der muss... Der hat immer Analverkehr. Deswegen auch AV. Das ist... So. Oh Gott, ernsthaft? Jetzt wieder die Animation? Boah. Schnarch. Kann ich das irgendwie abbrechen? Ich würde das gerne nicht sehen. Noch einmal. Okay, wir müssen ein bisschen klüger vorgehen. Sie sind doch ein bisschen... Ich glaube, wir müssen nur zwei Wachen überwinden. Dann haben wir es, glaube ich, schon. Was ist, wenn ich ihm einfach hinterherlaufe hier? Ach, da ist noch jemand. La 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 la. Ciao. Ihr könnt mich mal jaffen. So. Eigentlich sind sie ja relativ dumm, wollte ich gerade sagen. Dumm, 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 dumm. So, ciao. Komm, kletter da hoch. Huah. So, Spiel hat gespeichert. Sehr schön, wir sind am Fahrstuhl. Geschafft. So. Da kann James Bond von träumen, so schnell durchzukommen. Boah, so ein neues James-Bond-Spiel würde ich mir so gern wünschen. Das habe ich schon mal gesagt im Let's Play. Warum kommen keine neuen James-Bond-Spiele, ey? Mann, die waren immer so geil. Von der Story immer. Fand ich immer sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob die Rechte noch bei Activision liegen. Das weiß ich gar nicht. Weil ich war ein sehr großer, oder ich bin da auch ein sehr großer James-Bond-Fan. Also zumindest was die alten Filme angeht. Die neuen vielleicht nicht mehr so. Aber die alten, ja. Und ich mag auch die Spiele. Vor allem, es gab echt coole Spiele. GoldenEye natürlich, klar, am N64. Weil das haargenau so war wie der Film. Und
Natürlich auch hier No One Lives Forever. Noch ein Maze. It's insane. Insane, is it? Wie sie sich streckt. How dare you speak to me like that? Blowing up the Temple Mount will make Christians, Muslims and Jews alike cry out for revenge. First the region, and then the whole world will start spiraling down into war. Yeah. We will deliver weaponry to all sides, making me, making us rich beyond our wildest dreams. You lied to me. Again, you lied. We were promised gold, payment, a better life. Not this. Oh, quit your whining and go. Just leave the prisoners and go. Faint-hearted fools, the lot of you. I'll finish the job myself. No, you won't, you raving madman. So, ein weiteres Maze. A dictatorial type who likes to spread hatred and start a world war. Oder? That will never succeed. Kein weiteres Maze, aber wir... Hä? Bleiben Sie stehen! Hände hoch! You! The simpleton has survived. Son, stop this madman. I will, Dad. I've been following you. I know about the madman's warmongering and disarmed all of his explosives. You did what? You insolent fool! I have your father. I have your... Whatever it is the two of you have going on. You will not thwart my plans. You insolent fool. What the fuck? You can't save them. Atom. 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 Nicht Adam, Atom. Oh Gott. Das grande Finale, glaube ich. Kann das sein? Da ist eine Weiche gewesen. Oh Gott, ich duck mich mal. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ein... Wir reisen in einen Ladebildschirm. Das ist cool. Ich glaube, wir müssen die Welt jetzt retten. Vor einem Wahnsinnigen, der mit einer Lore abhaut. Und vor allen Dingen, weißt du, er ist alleine, fesselt mal eben noch zwei Mann auf einer Lore und wir stehen einfach nur doof dabei. Mine 2. Juhu. Yeah. Boah, wie geil. Minen-Action. Oh Gott. Adam! Evelyn! Ich komme! Sohn! Dad! Evelyn! Ich muss da irgendwas machen. Help! What can I do? We have absolutely no idea. Kann ich irgendwas? Es ist so verschwommen, ich kann nichts sehen. Ich muss da irgendwas. Uah, oh Gott. Was? Er schießt? Willst du mich verarschen? Ah, oh, wie cool das. Alter, er schmeißt Bomben. What the fuck? Warte mal. Was? Minenwagen. Wenn du an einem Wasserturm vorbeikommst, dann zieh den Hebel nach unten, um die Räder des Minenwagens zu kühlen. Verwende den Enterhaken. Versteck dich mit Kreis. Aha. War ab. Wow. What? Meatloaf? I'll do anything for you. You can't save them. Aha. Einen habe ich schon, unseren Vater habe ich schon gerettet. Ah, wie cool. Oh Gott. Ich bleib mal in Deckung. Adam! Ja, ich schaffe es. Evelyn. Ach, jetzt sind wir außen. Achso, okay. Er könnte uns ganz locker in den Rücken schießen, aber okay. Ja, doch. Doch. Nur noch wir beiden. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen ihn wahrscheinlich entgleisen lassen. Ein dramatisches Ende. Oh mein Gott. Er schmeißt Bomben. Oder Dynamit. What the fuck? Wo ist er? Und was muss mit... Oh Gott. Juhu.
Das ist ja noch geiler wie Dings, wie Phantasialand. What the fuck? Okay, wir müssen die Weiche stellen. Ansonsten sterben wir und müssen das nochmal von vorne machen. Ich hoffe, wir schaffen das. Jetzt müssen wir genau hingucken. Nein, was? Nein! What the fuck? Juhu! Wie geil, Alter, what the fuck? Aber ich habe doch die Weiche nach ihm gestellt, das heißt, ich hätte doch normalerweise abbiegen müssen. Alter, wie dumm das ist. Alter, wie geil das aussah. Beide so in den Tod am Fahren. Juhu, anstatt er einfach abspringt, weißt du? So Indiana Jones würde abspringen. Oh Gott, ich hoffe, ich komme jetzt... Ich weiß es gar nicht, wo ist denn jetzt der Safe Point gewesen? Ah, hier, Gott sei Dank. Ja, ist doch gut. Ja, aber wie kann ich denn... Hä? So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Kannst du mal aufhören zu schießen? Hui! So, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir die Weichen stellen. Reicht das, wenn ich die letzte Weiche einfach stelle? Wir müssen ja rüberfahren, ne? Die Frage ist, wie ist denn die Weiche gestellt jetzt? Das Schild daneben. Hui! Machen wir bei der ersten Weiche. Tschüss! Ich wollte die Welt regieren. Und damit endet unsere Reise. Zumindest für ihn. Jerusalem? 13? Wie viel ist das? 13 Tage später? Ne, 3 Tage später, glaube ich, oder? Ich konnte es kaum lesen. Adam, with most of the Clairvaux Corporation behind bars, do you think our adventures are at an end? At an end? First chapter, maybe. Discovering Eden and Solomon's Palace. Unraveling a conspiracy to destroy the world. Just a first chapter in your book? Just the preface. So, Evelyn, is this the part where I get the girl? Ja, und damit sind wir durch. Juhu, ich freue mich sehr. Das war Adam's Venger Origins. Oder Origins. Ein großartiges Indie-Spiel, muss ich sagen. Also Hut ab für die Leute, die es gemacht haben von Vertigo Games. Na, hier die Vertigo Games. Künstlerische Gestaltung, Programmierung, Spieldesign. Toll, also muss ich sagen, Hut ab für das, was sie da auf die Beine gestellt haben. Richtig toll. Klar, natürlich, man kann sich darüber streiten, über die KI und so. Aber die Rätsel waren echt knifflig und toll gemacht. Schön in Szene gesetzt. Auch so die Idee mit der Story und tralala. Ich find's echt schön. Also Leute, kauft es euch ruhig mal, spielt selber mal an. Es ist echt ein tolles Spiel gewesen, ein tolles Erlebnis. Und ich freue mich, dass ich euch dort mitnehmen durfte, dass ich euch da mitnehmen konnte bei diesem tollen Abenteuer. Und ja, wir sind durch. Wir haben Adam's Venger gemeistert. Ich würde sagen, wir sehen uns in einem weiteren Video wieder hier auf meinem Channel. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, bleibt mir treu. Euer Flex ist dann mal raus. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Nacht, schönen Abend und ja, je nachdem, was ihr auch immer treibt. Wir sehen uns im weiteren Video wieder. Ich weiß noch nicht, was ich als nächstes Let's Playen werde. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, bis dann. Tschüss.